Hey, schön, dass du wieder da bist. Jetzt zum neuen Video. Denken wir mal an die Kinder. Was passiert gerade? Wer leidet gerade enorm unter diesen ganzen diktatorischen Maßnahmen? In meinen Augen sind es die Kinder, die Jugendlichen, welche jetzt langsam wieder in die Schule gehen, welche den ganzen Tag Masken tragen müssen. Wir wissen mittlerweile, dass die Menschen, die sterben, ein Durchschnittsalter von ungefähr 81 Jahren haben. Die Lebenserwartung ist niedriger in Deutschland. Und wer muss jetzt darunter leiden? Die Jugendlichen, die Kinder, die mit Abstandsregeln in die Schule gehen, die Masken tragen müssen. Und wie häufig ist das schon passiert, dass die Jugendlichen unter etwas leiden, was die Erwachsenen machen? Ich habe damals in der Schule schon ganz früh gedacht, das, was jetzt hier passiert, das kann doch nicht wahr sein. Wieso muss ich in diese Schule gehen? Wieso muss ich diese Sachen lernen? Wieso muss ich das alles machen? Wieso muss ich in dieses Gefängnis? Denn genauso habe ich mich gefühlt, jeden Tag 6 Stunden im Gefängnis sitzen und irgendeinem Erwachsenen zuhören, der nachher die Macht hat, mir eine Note zu geben. Als ich das verinnerlicht habe, habe ich einfach als junger Mensch entschieden, Erwachsene, denen kann man nicht trauen. Also habe ich auch gar nicht mehr mit Erwachsenen geredet. Das war meine logische Konsequenz. Und das hat nicht dazu geführt, dass ich mich der Gesellschaft angepasst habe. Ich habe rebelliert und ich habe stark rebelliert. Und das ist ein großer Fehler, dass Erwachsene denken, sie könnten der Jugend die Welt erklären und ihre kleine Sichtweise aufinstruieren. In meinen Augen ist die Schule eine der größten akzeptierten Verbrechen unserer jetzigen Zeit. Denn die Jugendlichen sind unendlich frei in ihren Gedanken, sind unendlich kreativ. Und was wird gemacht? Ihnen wird so ein ganz kleines Gedankenmuster aufgepresst, was überhaupt nicht relevant ist. Es gibt so viele wichtige Dinge in dieser Welt zu lernen. Und was passiert? Irgendwelche unwichtigen Dinge werden auswendig gelernt, werden abgefragt und am Ende eh wieder vergessen. Es ist völlig sinnlos, was da gerade passiert. Und jetzt gerade leiden schon wieder die Schüler unter diesen ganzen Maßnahmen, die passieren. Sehr häufig müssen die Kinder, die Jugendlichen unter den Fehlern der Erwachsenen leiden. Und deswegen ist das kein Kampf, den wir für uns selber kämpfen, sondern es ist ein Kampf, den wir für die nachfolgende Generation kämpfen. Und das ist so, so viel größer. Und wenn wir diese Idee verinnerlichen, haben wir so viel mehr Motivation und Kraft und Macht, wirklich etwas zu tun und zu handeln. Denn es geht nicht nur um uns selbst. Es geht um die Kinder, um unsere Kinder, um die anderen Kinder, um die nachfolgenden Generationen. Denn diese Kinder sollen in einer freien Welt aufwachsen. In einer Welt, in der sie selbstbestimmt leben können, in der sie ihr Potenzial entfalten können, in der sie wirklich ihre Aufgabe erfüllen können, und in dem Wort Aufgabe steckt das Wort Gabe, das heißt ihre Gabe entdecken können, ihre Gabe ausbauen können und ihre Gabe anderen Menschen zugutekommen lassen. Das ist eine Welt, wie ich sie mir vorstelle. Und deswegen ist es so schlimm, dass schon wieder die Jugendlichen, wieder die Kinder leiden und lasst uns jetzt wirklich aufstehen und etwas tun. Lasst uns es auch für unsere Kinder tun. Lasst uns es für die Zukunft tun, nicht nur für uns selbst. Wie siehst du das? Siehst du auch, dass das Problem nicht nur uns selber betrifft, sondern auch die nachfolgenden Generationen und dass das noch eine ganz andere Motivation bringt, wirklich jetzt ins Handeln zu kommen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eine Diskussion. Bis zum nächsten Mal, dein Felix.